Hallo Charlie, zuerst mal danke vielmals, dass du Zeit genommen hast. Du bist seit dem Winter ein Hopper und hast dir aber schon einen Stammplatz erkämpft. Wie hast du dich eingelebt im Team? Ja, sehr gut. Also die Mannschaft hat mir es einfach gemacht, sie haben mich sehr gut aufgenommen und ja, ich fühle mich sehr wohl hier. Der Ligaerhalt ist geschafft für GC, aber die letzten drei Spieltage sind gleich nicht optimal gelaufen. Man ist dreimal in Führung gegangen, hat sie aber nie können über die Zeit bringen. Wie war das auf dem Platz für dich? Ja, eben, in allen drei Spielen haben wir einen sehr guten Start hergelegt. Und dann war es schwierig. Und ja, ich finde, wir sind nachher in der zweiten Hälfte eigentlich immer eingebrochen. Aus verschiedenen Gründen. Aber ja, das müssen wir daran trainieren. Besonders nach dem Spiel gegen Thun hast du eine sehr emotionale Reaktion gezeigt. Ist dir die Niederlage besonders eingefahren? Ich habe im Spiel gegen Thun beim 2-1 einen Foulpass gemacht. Und ich habe mich sehr schuldig gefühlt und es ist mir sehr ins Herz gegangen, weil ich möchte eigentlich immer das Beste für die Mannschaft. Und, ja. Aber für mich ist jeder Tag ein neuer und dass ich am nächsten Tag gerade besser machen kann. Ja, du hast auch sonst auf dem Platz eine sehr grosse Leidenschaft und man sieht das extrem. Mit was für einer Einstellung gehst du ins Spiel? Wie bereitest du dich vor? Eigentlich nichts Spezielles. Also ich lasse meine Musik vor dem Spiel, eigentlich immer die gleiche. Und ja, ich bereite mich einfach aufs Spiel vor. Was los ist für Musik? Verschiedene Sachen. Chris Brown, R&B einfach. Jetzt am Sonntag eine besondere Partie für dich. Es geht gegen Basel. Was bedeutet das Spiel für dich? Sehr viel, aber es ist ein Spiel wie jedes anderes. Und ja, ich freue mich einfach drauf. Alles klar, dann wünsche ich mir viel Erfolg und hopp geht's. Merci vielmals, hopp geht's.